Und da sind wir bei einer weiteren C-Fan-Mission Flowers for a Friend, in der wir einfach nur ja, die Blumen auf ein Grab legen dürfen. Denn ein Bekannter von uns ist gestorben und wir wollen nur noch ihm noch die letzte Ehre erweisen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier ausarten wird. Und gehört auch zum Anniversary Contest. Sieht auf jeden Fall ganz schnee. Oh, sieht gut aus. Wir haben die Blumen. Wir haben keine Waffen. Keine Karte. Aber der Friedhof ist abgeschlossen. Soll ich hier einfach rüberklettern? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Auf jeden Fall kann man drüber klettern. Oh. Ah. Das ist cool mit den Blättern. Und den Pilz. Und hier spukt es anscheinend. Ja, die Tür hat sich. Ah, die Tür hätte man normalerweise aufbekommen. Und dann wäre sie jetzt verschlossen geworden. Aber wo ist der Schlüssel dazu? Moment, ich mache nochmal Neustart. Ich will das jetzt wissen. Hier muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Man lässt ja auch keinen Schlüssel. Hä? Ach, eine Tür ist offen. Okay. Ah, jetzt kommt man nicht mehr raus. Verstehe. Das sieht sehr merkwürdig aus. Oh, Loot. Ist das hier das Grab von unseres Freundes? Und wir können nicht mehr lesen, wer es war. Gerd. Ja. Oh, du hast eine Nachricht für mich. Gary, my friend, I knew you would come. I have passed from your vault. Okay, es ist nicht viel. Machine des Pops. Frog around the gravestones to make the place look haunted, ruining people from visiting this place. Okay. Jetzt sollen wir auch noch einen Zusatzauftrag machen. Ich konnte mir denken, dass das passiert. Wir sollen eine Maschine finden und zerstören. Help your friend to rest in peace. Destroy the machine with a fire arrow, but keep a safe distance. It will blow up big time. You're the master thief round here to steal all the thief's loot. Okay. Also, ich kann die. Achso, wenn ich sie ablege, dann. Okay, das war jetzt seltsam. Wir sollen jetzt noch zusätzlich Loot sammeln. Aber wir haben keine Dietriche und nicht mal einen Feuerpfeil. Also müssen wir das alles erstmal finden. Aber schon cool designt. Für diesen kleinen Friedhof. Die Frage ist nur, wie komme ich hinein? Also wir haben nichts dazu bekommen. Da ist auf jeden Fall was drin, ne? Ich guck nochmal in den Boden. Ne, hier ist nichts. Im Grab ist nichts. Sieht aber cool aus, wie die so im halben Boden stecken. Ja, wie komme ich jetzt hier weiter? Da! Okay, jetzt ist die Frage, welche Tür zu diesem Schlüssel passt.
Das ist kein gutes Zeichen, wenn ich Waffen kriege. Hier ist ein Sigredo. Okay, ich schau mal, ob der Schlüssel auch auf der anderen Seite passt. Nein. Okay, das heißt, wir müssen einen neuen Schlüssel finden. Achso, da ist der neue Schlüssel. Ich dachte, da geht's tief runter. Okay, speichern. Okay. Ghost Sounds Machine. Die muss ich zerstören. Aber ich brauche einen Feuerpfeil. Oh, jetzt habe ich wieder diese Texturen. Hier ist die Ratte, die wir gehört haben. Sieht aus wie auf dem Käseplanet hier. Hier ist nichts. Ah, ich glaube, das liegt da an meinem Loader. Ich hätte es, glaube ich, mit einem anderen machen müssen. Weil dann werden diese Texturen auch richtig ersetzt. Ich höre dieses Geräusch. Und ich weiß, dass es jetzt schon nicht gut ist. Oh. Das eine Toilette ist. Oh, Pumpen. Hallo, liebe Pflanze. Guck mir nicht so an mit deinen treutufen Augen. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hier steht was. Bloody generators blown. So until we can steal another one for the electric lights, you will have to use alternate lighting. Hey, das ja. Hat der ein Zepter in der Hand? Sieht lustig aus mit dem Dings in der Hand. Und dem Schwert. Zu viele verdammte Ratten hier. Abgeschlossen. Ich habe aber auch keine Dietriche. Ich habe nur einen Schlüssel. Und viele, viele Kisten. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Okay. So viele verdammte Ratten hier. Hier könnte man wieder raus. Damit kann man diese Tür öffnen, verstehe. Okay, sieht aus wie eine Art Kneipe. Ein Dietrich haben wir schon mal. Das gefällt mir, dass man hier so nach und nach die Sachen findet. Wir sollten eigentlich nur Blumen an ein Grab bringen und jetzt hat sich das, oh Gott, als bisschen weit größer herausgestellt. Aber ich sehe hier kein Loot. Stadionmodus. Keine Käseliebhaber auf jeden Fall. Oben war auch noch eine verschlossene Türe, aber ich glaube, wir brauchen zwei Dietriche. Alles leer. Oh mein Gott, sind das riesige Lufttränke. Okay, you scumbags. Keep this machine, top it up with fog liquid. Yeah, yeah, you all knew it was a stupid idea. And you all had a good law. But pumping this fog into this graveyard makes people think it is haunted. Ah, das ist es. Das ist die Maschine, die wir zerstören sollen.
Oh. Ah, das wird doch laut werden, wenn wir das mit dem Feuerfall vernichten. Okay. Der bewacht nur die Tür da drüben. Meine Augen spielen mir wohl einen Streich. Oh, Breitkopfpfeile. Und eine Kerze. Ich werde langsam alt. War wohl doch nichts. Abgeschlossen. Ist hier hinter was? Ich werde langsam alt. Grimmsburg! Oh, das hat genau gereicht. So, was ist denn hier hinten? Ich kann es auch nicht aufknacken. Okay. Ich werde langsam alt. Ja, das wirst du wirklich. Jetzt haben wir Pfeile, aber was bringen wir jetzt Pfeile? Ich brauche noch einen Dietrich. Oder ein Schlüssel. Es gab ja noch eine Tür oben, die wir vielleicht öffnen können. Ach. War wohl doch nichts. Also wir haben die Maschine schon mal gefunden. Das finde ich ganz gut. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendwie zerstören. Und wir müssen Loot sammeln. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Okidoki. Auch nichts. Was war das für ein Geräusch? Oh, jetzt geht er hier lang. Verstehe. So, was ist hier? Auch nichts zum Öffnen. Hey, was war das? Oh mein Gott, bin ich blind. Was ist hier passiert? Oh nein, der hat mich gehört. Du bist erledigt. Oh nein. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ein mächtiges Problem, Bürschchen. Deine Tage sind gezählt. Komm, flieh. Wachen, hierher. Ah, der will kämpfen. Okay, ich muss ihn aber sowieso irgendwie ausschalten. So, hier war ich. Hier habe ich nochmal meinen kleinen Quicksave gemacht. So, jetzt haben wir den Dietrich. Jetzt können wir oben erstmal gucken. Ich glaube, die eine Tür nach akribischen Untersuchen wissen wir ja, dass die auch nutzlos ist. Aber wir können es ja mal probieren. Aber ich glaube, die ist nutzlos hier. Ja, die funktioniert auch nicht. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich, mit größerer Wahrscheinlichkeit, hinter den Typi. Bloß, wie kriegen wir das hin? Ich kann ihn weglocken. Das könnte ich machen. Aber ich habe keine Wasserpfeile. Deswegen machen wir hier einfach mal Krach. Ich
Ich werde dich in Stücke schneiden, Junge. Nein, 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 nein. Oh Gott. Und da sind noch mehr Türen. Das war nicht dumm. Es war nicht dumm. Wir haben es fast geschafft. Warte. Ich deswegen auch die Pfeile. Na, erstmal muss er in den Raum reinlaufen. Dann kann ich nämlich noch weiter locken. Sieht er mich hinter den Kisten? Fuck! Ah, ich hasse den Typen. Ich will den nicht töten. Ich muss die Tür öffnen. Hier fallen auch die Blätter runter. Ach, der kommt einfach nicht dahin, wo ich ihn hinhaben möchte. Lärmpfeil war nicht schlecht. Oder warte mal, wir probieren mal die andere Seite. Vielleicht funktioniert es da besser. Wir locken ihn hier rechts hin. Erst so. Ja! Er muss nur durch die Tür laufen. Jetzt! Ich werde dich in Stücke schneiden. Warum? Was? Wieso will er nicht in den nächsten Raum gehen? Das hat doch so gut funktioniert. So, nochmal hier, zack. Ja. So, jetzt dieses Ja ist so gut. Okay, und dann lassen wir ihn hier rüber und dann schieße ich diese Türe an. Ja, theoretisch geht das. Sehr gut. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich wieder rauskomme. Extra safe. Okay. Weitere Türen. Dafür hätten wir den anderen Dietrich auch gebraucht. Also, es waren auf jeden Fall beide notwendig. Okay, hier brauche ich definitiv einen Schlüssel. Hier sind Feuerpfeile. Oh, Blitzbombe. Sehr schön. Gaspfeile, Moospfeile. Also den Typen auszuweichen wird jetzt kein Problem sein. Sogar Lärmpfeile, warum ich die nicht gleich hatte. Warte mal. Da war die Kiste, die ich öffnen sollte. So, jetzt müssen wir ihn nur noch rauslocken. Und noch ein Schlüssel. Oh ja, Jackpot. Moment, da muss ich mal kurz einen kleinen Screenshot machen. Also ein Bild sieht man nicht jeden Tag.
Okay. Übertreibt. Also die hatten ja schön was gebunkert unterm Friedhof. Deswegen, ich verstehe jetzt auch diesen ganzen Plan von denen. Die wollen die Leute vom Friedhof weglocken, deswegen haben sie diese Hound-Geräuschmaschine erschaffen. Damit die hier ihre kriminellen Aktivitäten nachgehen können. Das ist der Plan gewesen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich bin nicht taub, weißt du? Raus da! Warum läuft er jetzt nach rechts? Ich weiß, dass du da bist. Zerstöre dich! So, die Maschine ist zerstört. Wann finde ich dich? Jetzt habe ich nur ein Problem, jetzt habe ich so viel Lärm gemacht. Wird sicher lustig, dich aufzuschlitzen, Jungchen. Das wird schwierig, jetzt herauszukommen. Ich könnte auch rennen. Ist er wieder normal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? Nee, warte mal. Seid wachsam. Irgendwas stickt hier gewaltig. Das ist die eine Wache. Das ist eine neue Wache. Okay. Wie kriege ich die weg jetzt? Ich habe hier nur eine Blitzbombe. Wir haben Zeit, Freundchen. Sehr viel Zeit. Fuck. Komm raus und spiel mit mir. Wo ist der hin, verdammt? Okay, jetzt sind alle hier. Außer die eine Wache. Wird sicher lustig, dich aufzuschlitzen, Jungchen. Komm, lauf darüber. Das schaffe ich doch nie. Aha. Wir haben Zeit, Freundchen. Sehr viel Zeit. Wird sicher lustig, dich aufzuschlitzen, Jungchen. Gut, wir probieren es nochmal. Er ist weg. Die Tür ist zu, das ist das Problem. Wenn ich dich finde, werde ich mir viel Zeit mit dir lassen. Ah. Es ist gar nicht so einfach. Jetzt hat er mich diesmal nicht gesehen. Wenn ich dich finde, werde ich mir viel Zeit mit dir lassen. Okay, jetzt habe ich sie. Ah nee, das ist ein anderer gewesen, oder? Du kannst dich nicht filmen. Nein, blockieren die sich jetzt? Ah. Ich hetze die Hunde auf dich, wenn ich dich erwische. Das ist so schwer. Jetzt sollten wir es ohne Lärmablenkung machen. Die Schlüssel, den ich habe, ist die Frage, ob ich jetzt durch diese Türe da komme. Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ah, jetzt kommt er. Oder auch nicht. Da kommt der. Ich sehe nur das Schwert. Was ist denn das? Wollt ihr mich trollen? Hallo? Okay, ja, da ist schon mal eine Wache. Okay, der steht hier und macht Wache. Und der hier patrouilliert. Sie sind aber vorgewarnt. Das war nicht so schlau. Okay, dann versuchen wir es mal. Zu escapen. Nein, da passt nicht. Ich habe ja noch Gaspfeile, wa? Damit kann ich die Fackel da drüben löschen. Das war's dann wohl. Schleicher, Sie sollten ein Teil Ihres Geldes endlich in vernünftige Fackeln investieren. Ich verspreche dir, dass ich mich schnell um dich kümmere. Nee, das war nicht so geplant. Warte mal, wir können auch die... Fuck! Ich hab zu lange gebraucht. Das klang ja seltsam. Das ist unser einzigster Ausgang. Besorgt hier endlich jemand vernünftige Fackeln. Vernünftige Fackeln. Hey, ja. Das ist ziemlich random. Manchmal, da schrecken sie sich nicht, manchmal auch gar nicht. Besorgt hier endlich. Ja. Sie sollten einen Teil Ihres Geldes endlich in vernünftige Fackeln investieren. Versteck, Schleicher. Ach du Scheiße. Komm raus und ich verspreche dir, dass ich mich schnell um dich kümmere. Okay. Warte, der Lärmpfeil. Das wird's sein. Jetzt kommt er doch mal zum Einsatz. Da drüben. Hier stimmt was nicht hier vor. Dachte, ich hätte was gehört. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Irgendwas stimmt nicht. Ich finde, werde ich mir viel Zeit mit dir lassen. Hui, wir haben es geschafft. Ich häng. Boah, ich dachte, ich hänge jetzt fest. Judy. Hier Spinnen, aber ich sehe gar keine Spinnen. Hätte man die auch finden können? Ach, hier. Spinny Mac Spin Spin. Ich
probiere mal was. Nee, ich muss wirklich sehr, sehr dicht ran, um ranzukommen. Also hätte ich die Spinne töten müssen. So oder so. Okay, haben wir noch ein kleines Secret gefunden. Tut mir leid, Spinne. Oh Gott! Oh Gott! Oh fuck! Oh. Ich hing fest. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich konnte gerade meine Breitkopfpfeile nicht ausrüsten. Achso, ich sehe schon, weil ich die falsche Tastatur gerade eingestellt habe. So, einen Mord mussten wir machen. Mensch. Ach, deswegen kam ich nicht mehr zurück wahrscheinlich, weil ich aus Versehen auf die falsche Taste kam. Die Spinne ist neu. Toll, die blockiert mir auch den Weg. Ach shit. Ich muss da lang. Ich komme an der nicht vorbei. Ach. Hey, die Geräusche hört man ja immer noch. Normalerweise müssten die aus sein. Ja, man hört die immer noch. Egal, wir verschwinden von hier. Was? Hä? Das verstehe ich nicht. Ist jetzt ein Geist hier? Treibt hier ein Geist sein Unwesen? Oder ist es die Wache? Der Hüter, der jetzt unsichtbar ist. Oh, wir haben es geschafft. Nette kleine Mission. Und wir haben nicht alles gefunden. Es gab noch ein Secret in diesem Level. Interessant. Ja, das war Flowers for a Friend. Für ein Anniversary Contest. Fand ich eigentlich ganz... die Idee war ganz cool. Mich hat zuerst gedacht, so... kleine Mission, wo man nur die Blumen hinbringen muss und der Rest ist nur Design. Aber dass dann noch ein bisschen mehr dahinter stand, steckte, hat mich ein bisschen überrascht. Aber ich konnte es mir dann auch irgendwie denken, weil halt doch ein bisschen mehr dahinter war nach der Schriftrolle und den Schlüsselsuche. Da dachte ich mir schon, okay, da könnte noch was kommen. Aber dass es dann so viel war, war schon ganz cool. Ich gebe mal dem Gameplay eine sehr gute Note. Da wir hier wirklich normale Ziele hatten, zwar ein bisschen linear, aber man konnte halt sich aussuchen, niederschlagen oder nicht niederschlagen. Ich habe es ohne geschafft, musste dafür aber zwei Spinnen töten. Also das war halt letztendlich so getriggert, dass der Rückweg schwerer wurde. Einige Story fand ich interessant, also fand ich ganz gut mit den Dieben, aber das mit den Hütern war sehr, sehr schwach, deswegen da nicht so eine gute Wertung. Weil ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, wenn wir rausgefunden hätten, welcher Hüter das war. Wäre natürlich krass gewesen, wenn es Artemis gewesen wäre. Aber wir haben ja nichts über diesen Toten überhaupt erfahren. Wenigstens so ein kleiner Background wäre vielleicht ganz cool gewesen. Immerhin gehen wir dahin, um Blümchen hinzubringen, also ist das ja schon ein bisschen was wert, ne? Und atmosphärisch fand ich den Friedhof gut, aber der Rest des Levels war ziemlich gleich in denselben Texturen. Und ja, es sollte halt ein unterirdisches Versteck sein, ein unterirdisches Versteck der Diebe. Es sah auch danach aus, aber es war schon ein bisschen sehr minimalistisch gemacht. Aber der Friedhof, wie gesagt, hat mir sehr gefallen, deswegen da auch eine Gutnote. Ja. Das war Flowers for a Friend. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in einer anderen Sea-Fan-Mission wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.